Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die Fortsetzung einer meiner absoluten Lieblingsserien. Die Rede ist hier von Dexter New Blood. Die doch unerwartete Fortsetzung kam jetzt Jahre später nach der Hauptserie und ist auf Sky Ticket komplett verfügbar. Die habe ich mir angeschaut und wollte euch einfach mitteilen, wie ich die so finde. Machen wir erstmal ein kurzes Recap. Worum geht es in der Originalserie? Dexter eigentlich, die wurde von 2008 bis 2014 in Deutschland ausgestrahlt. Es geht um den Blutspurenanalytiker Dexter Morgan, der im Metro Police Department in Miami arbeitet und Blutspuren an Tatorten analysiert. Das heißt, er schaut sich die Blutspritzer an und rekapituliert, was waren das jetzt für Waffen oder was ist da jetzt genau passiert an dem Tatort. Super interessant übrigens. Und er hat aufgrund seiner düsteren Vergangenheit, was ihm passiert ist, will ich auch nicht mehr drüber sagen, hatte den Drang zu morden. Und nachts geht er dann sozusagen auf die Suche und tötet Menschen, die es verdient haben zu sterben, seiner Meinung nach, die böse sind oder die durch das System gerutscht sind, sei es aufgrund von Fehlern oder Geld oder was auch immer, und übt da sozusagen Selbstjustiz. Die Serie ging damals mega durch die Decke, fand ich mega spannend, ist eine sehr, sehr, sehr gute runde Serie, hat wahnsinnig gut geschriebene Charaktere, es gibt ganz selten wirklich nur dieses Schwarz und Weiß, Gut und Böse, sondern viele Probleme angesprochen, Religion, Kinder etc., super, super vielseitig. Gleichzeitig gibt die Serie ein ganz, ganz tolles, rundes Gesamtbild. Die Musik ist fantastisch, die Schauspieler sind absolut der Wahnsinn und es ist richtig, richtig spannend geschrieben, vor allem wenn Dexter dann mal auf die Jagd nach einem etwas krasseren anderen Serienkiller geht, sage ich jetzt mal, was hier und da passieren kann, und dann betteln die zwei sich sozusagen ein bisschen, was das Ganze echt ziemlich morbide, aber auch richtig, richtig spannend gemacht hat. Die Serie hat leider auch damals für so viele negative Schlagzeilen gesorgt. Es gab unter anderem zum Beispiel auch ein paar Morde in Amerika, die von der Serie inspiriert waren. Absolut krass, also zeigt schon, dass sie richtig viel Einfluss damals auf, teilweise auch auf die Popkultur hatte und auch diesen Zwiespalt wirklich darstellt. Ist es okay, was Dexter macht, oder ist es nicht okay, was er macht? Ist manchmal ganz schwierig zu sagen, was die Serie richtig spannend macht, wie ich finde. Und jetzt sind wir hier bei Dexter New Blood. Die Serie spielt einige Jahre nach dem wirklich grottenschlechten Ende der Hauptserie. Und Dexter hat sich unter anderem Namen in eine andere Stadt eingebürgert und so ein bisschen eingelebt. Und es geht darum, wie er jetzt mit der Sache klarkommt, weil er nicht mehr morden will, aber trotzdem diesen Drang hat. Mehr sage ich dazu jetzt mal nicht. Die Produzenten der ersten ziemlich starken 4 Staffeln der Originalserie sind wieder da und das merkt man auf jeden Fall. Die Charaktere sind wieder richtig, richtig gut geschrieben. Es gibt wieder diese Grauzonen, sage ich jetzt mal, bei Charakteren. Es gibt wirklich selten wirklich dieses, der ist böse und der ist gut, etc. Und das macht das Ganze wirklich wieder so ein bisschen spannend wie früher. Die Bilder sehen tatsächlich noch besser aus als bei der alten Serie. Auch Soundtracks wurden ein bisschen neu angepasst, was ich richtig, richtig cool gefunden habe. Und ohne zu viel über die Story jetzt zu verraten, sie ist mutig und hat ein ganz anderes Ende, als ich es jetzt tatsächlich auch erwartet habe, was mir richtig gut gefallen hat. Ich versuche jetzt wirklich einfach möglichst wenig zu spoilern. Ich kann nur so viel sagen, es kann sein, dass die Geschichte vielleicht doch noch ein bisschen weitergeht nach New Blood. Also insgesamt war sie natürlich nicht so stark wie die stärksten Staffeln der Originalserie natürlich. Hat sie mir trotzdem gefallen? Ja, definitiv. Hat richtig viel Spaß gemacht, Dexter wieder in Aktion zu sehen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, dem die Originalserie gefallen hat, die auf jeden Fall auch anzuschauen. Macht wirklich richtig viel Spaß. Und das Ende hat mir auf jeden Fall viel besser gefallen als das wirklich grauenvolle Ende von Staffel 8. Von mir kriegt die Serie auf jeden Fall 7 von 10. Absolute Empfehlung, wer schon die Originalserie toll gefunden hat, wird hier auf jeden Fall auch seinen Spaß haben. Auch wenn es ein bisschen was anderes ist, aber ich fand es auch mal ein bisschen erfrischend, dass es nicht immer alles in Miami stattfindet, sage ich jetzt einfach mal. So, das war's von meiner Seite aus. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Und falls euch das Video nicht gefallen hat, dann schaut es bitte nochmal in 1,25-facher Geschwindigkeit an. Das war's von mir soweit und bis zum nächsten Mal. Ciao.